Albern klingt und springt die Heuer, heut spiel ich das feine Ross. Heute ist mir nix so teuer, morgen geht ja die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine über die Reeperbahn nach der Freiheit hoch. Find ich eine recht blonde, recht kleine, die gabel ich mir auf. Oh, Moment, die Kapitänsmütze jetzt, die Kapitänsmütze. Ja, ich hab mich schon gewundert. Auf dem Comicfest abends um 8 hast den Peckfrost Platz 1 du gemacht. Amüsiere dich, denn das findet sich, mit der Vatermilch hast du's gemacht. Auf. Ja, weiter. Ruf. Schunkeln, Ballett. Wir schunkeln doch. Wir schunkeln. Auf dem Comicfest bist du Platz 1. Ob du Uli hast, heißt oder Karl-Heinz. Amüsiere dich, denn das findet sich auf dem Comicfest nachts um 12:30. Wer noch niemals in lauschiger Nacht auf dem Comicfest wer durch hat gemacht. Neue Texte. Der kennt dich nicht. Der kennt dich nicht. Mein Comicfest, Comicfest, München. So, ja, Uli. Ja, ja, aber das ist eigentlich ohne Grund. Wir haben uns lange Zeit genommen, ja, also. Bis 3:30 wir haben wir gesessen, getrüftelt und das ein oder andere Bier dabei getrunken. Wir hatten ja noch eine dritte Katastrophe, aber wir wollen ja die Leute hier auch irgendwie geworden. Danke fürs Einspringen, Steffi. Barbara, da hast du wieder einen Text. Jo, also. Sehr schön. Also Uli hat mehrmals seit diesem Film, glaube ich, die Peckpreise zu reinem Gerührt. Aber es fehlt noch was. Das ist der Umschlag der Firma Schildermax. Und der Peckpreis ist produziert worden in Fernost, ne? Bei einer Firma. Ja, und jetzt ist er in Ramersdorf. Echt, ja. Mhm. Gut, und jetzt kommt das letzte Schaum dabei eigentlich? Das ist jetzt hier bester deutschsprachiger Comic, wo ist denn mit Vatermilch? Das ist das Schild von Schildermax, was ich dir jetzt hier in aller Form, aller Höflichkeit und mit meinem tiefsten Respekt überreichen möchte. Und jetzt. Ja. Das ist der Beweis hier. Aber hier? Oder so, ja, immer klar. Ja. Hier klicken. So. Sehr schön. So, und richtig geschrieben. Super. Kann ja mal passieren. Vatermilch. So Vatermilch. Vatermilch, ja, wir haben ja noch ein kleines Buffet.